Moin Moin und Servus, meine sehr ehrigen Brüders. Wir sind wieder hier bei einer weiteren Ausgabe von News Spekulatius. Und heute wird es, wie Sie im Hintergrund sehen, schon wahrscheinlich sehr deliziös werden. Denn ich habe für euch das Release-Date von Apex Legends für Nintendo Switch, meine Fräuleins. Ja, es wird endlich Zeit. Wir haben saulange gewartet. Apex Legends für Switch soll schon seit sehr langer Zeit kommen. Es wurde schon lange im Voraus angekündigt. Letztes Jahr irgendwann wurde von offizieller Seite aus gesagt, yo, wird kommen. Aber dazu kam es nicht, wegen Corona, Pandemie, dies, das. Es hat sich alles verschoben. Jetzt aber habe ich für euch das Release-Date. Und es wurde bekannt gegeben, mehr oder weniger offiziell, von EA selbst nämlich. Beziehungsweise von dem offiziellen Apex Legends YouTube-Account, aber das ist ja mehr oder weniger EA. Dementsprechend werden wir uns heute anschauen, wie EA sich selbst die Ehre genommen hat. Ein weiteres Mal in der Zeitlinie von EA. Es wird sehr wild, ehrenlos und lustig. Lassen Sie gerne einen Daumen nach oben da für den ehrigen Flex und Support. Ich danke euch sehr für die Unterstützung. Vielen Dank. Knallen Sie den Daumen nach oben hinein, damit mehr Brüders von diesem Thema mitbekommen. Abonniert gerne auch rein für mehr Apex Legends und aktiviert die Glocke, damit ihr den Release von Apex Legends auf jeden Fall nicht verpassen werdet. Und Release ist, um jetzt mal darauf zu kommen, schon im nächsten Monat tatsächlich, im Februar. Und jetzt denken einige vielleicht so, ah, scheiße, safe Ende Februar, oder? Nein, es ist lustigerweise schon direkt in der ersten Februarwoche, meine Fräuleins. Da werden wir in den Geschmack kommen können, Apex Legends auf der Switch zu spielen. Auf einen Nintendo Switch. Und was braucht ihr dafür? Ein Nintendo Switch und ein wenig Festplattenspeicher auf eurer Switch oder auf der SD-Karte. Und woher weiß ich das denn? Das Release-Date eben der, halten Sie sich fest, 2. Februar ist. Am 2. Februar soll es soweit sein. Aber woher weiß ich das? Wir schauen auf Twitter. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Generell kommen Sie auf Twitter heran. Folgen Sie mir gefälligst, wenn Sie mögen. @rndmkai. Hier auch unten in meiner Notification Bar zu sehen. Dies, das. Also, vom offiziellen. Warum hat der einen Haken? Das ist doch nur ein News-Kanal, aber der ist doch niemals offiziell. Und das ist Titanfall-Blog. Naja, ist auch komplett egal. Jedenfalls das Apex Legends News-Team hat eine Breaking News rausgehauen. Und zwar gestern Abend gegen kurz vor 19 Uhr. Die japanische Version von YouTube sagt, dass Apex Legends am 2. Februar auf die Switch kommt. Der Text dazu, auf Japanisch ursprünglich geschrieben, übersetzt heißt, und am 2. Februar wird es möglich sein, auf der Switch zur selben Zeit zu spielen wie wahrscheinlich alle anderen Plattformen, und zwar zum Start von Season 8. Also Apex Legends für Switch geht nicht nur am 2. Februar los, es startet auch direkt durch mit der 8. Season von Apex Legends. In dem Sinne ist das hier auf jeden Fall ein, wie sagt man, das ist ein Doppelschlag, ja. Erstmal Release Date und dann können wir pünktlich zum Start von Season 8 reinsteigen. Wenn wir uns an Fortnite erinnern, dass er auch auf der Switch vor jetzt mittlerweile 3 Jahren rausgekommen ist. Ich wollte erstmal 2 sagen, weil ich noch manchmal in diesem 2020-Film bin. Weil es fühlt sich genauso an, nur schlimmer. Jedenfalls, da war es so bei Fortnite Switch, dass das Spiel mitten in der Season auf der Switch rausgekommen ist. Es wurde mitten in der Season veröffentlicht, mitten in Season 4, Kapitel 1 damals. Aber hier hat man sich dazu entschieden, pünktlich zu einem Season-Launch zu sagen, hey, wir hauen es raus. Finde ich sehr, sehr cool. Hier steht es nochmal auf offizieller Seite, ja. Unten im untersten Absatz könnt ihr es lesen, ja, hier, Switch. Switch, de, more. Und dann geht es da weiter mit Nie und so weiter und so fort. Kanjis, die man im Leben noch nicht gesehen hat. Sie kennen den Aal und auch den heiligen Lachs. Das ist jedenfalls ein Screenshot, der das hier beweist. Apex Legends vom offiziellen Apex Legends YouTube-Account. Das ist ganz wichtig. Ja. Mit dem Haken dran. Das kann auch kein Hans Wurst geschrieben haben. Ja, das wird da so reingeballert worden sein, von wegen, dass es bald soweit sein wird.
Und das steht auch genau so da. Hier nochmal auf Englisch. Aber das Ding ist, dieser Text hier, der ist jetzt nicht offiziell oder so. Das ist quasi die japanische Version von YouTube, zeigt diesen Text an, die englische aber nicht. So, und in dieser Übersetzung hat man quasi diesen Switch-Up-Teil mit "Genießen Sie zum Start von Season 8 am 2. Februar. Das wurde rausgeschnitten aus dem Text. Das wurde gar nicht erst erwähnt. In der japanischen Version aber schon. Hm, komisch, komisch. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Update. Quasi eine halbe Stunde später, nachdem das geschrieben worden ist oder festgestellt worden ist. 7:30 gestern Abend. Update. Der Switch-Release-Date wurde jetzt entfernt aus den anderen Sprachversion YouTubes. Also, wenn ihr dieses Video jetzt auf Japanisch sehen wollen würdet oder YouTube auf Japanisch stellt, würdet ihr auch beim japanischen Text diesen Abteil mit Switch nicht mehr finden. Das ist so das Ding. Es gibt aber natürlich auch noch einige Ehrenmänner, die es auch noch auf anderen Sprachen gefunden haben. Und zwar, ich glaube, das ist Polnisch. Ist das Polnisch? Ich denke ja. Ja. Die polnischen Brüder können es einmal in die Kommentare hineinschreiberisieren. Aber das sollte quasi die polnische Version von YouTube sein. Und hier steht: Gratis na Switchu od dnia premiery senoru 8.2 Lutego. Lutego heißt wohl Februar, also haben wir es hier nochmal offiziell stehen. Also, EA hat sich mehr oder weniger selbst die Ehre genommen. Die Community von Apex hat das sehr schnell aufgefasst. Wirklich, Props gehen raus. Ich habe davon ja jetzt bis auf diesen Tweet gar nichts mitbekommen, deswegen Props gehen hinaus. Sehr findige ehrenamtliche Mitarbeiter, die hier natürlich aushelfen und so, dies, das. Also, es ist schon sehr bald soweit. Ja, so, das Spiel, eines der Spiele in 2020, die für 2020 vorerst angekündigt worden sind, ist jetzt endlich in greifbarer Reichweite so. Apex Legends ist jetzt da. Und Brüders, ich kann Ihnen sagen, ja, ich werde auch natürlich ein bisschen hineinschnuppern in die 8. Season. Schau mir das Spiel auf jeden Fall an. Wird wahrscheinlich wild. Und wir können davon ausgehen, dass das hier offizielle Sache ist. Also, das Rausentfernen der Information aus dem Text heißt nichts anderes als, das sollten die jetzt noch nicht gesehen haben eigentlich. Scheiße, Bruder, jetzt weiß schon jeder. Ja, egal, jetzt können wir es ja auch eh raus entfernen. Nee, eben nicht, EA. Könnt es doch gleich drin lassen. Miesen Schweine. Ja, wirklich, komplett. Brüders, das mehr oder weniger zur frohen Kunde. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuschauen. Die 8 Minuten sind an der Stelle dann doch sicherlich erreicht. Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Was denken Sie? Werden Sie es auf der Switch spielen? Und vor allem, wie wird es auf Switch aussehen? Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, und auch gerade in Bezug dessen, wie gut es performiert. All das und vieles mehr wird es bald schon geben, in nicht mal 2 Wochen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert rein für die kompletten Kicks. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hauen Sie rein.